Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und willkommen in Kluft der Beschwörung. Wir spielen heute wieder mit der lieben Leona. Und ich bin ein Full-AD-Team, wenn ich mich jetzt nicht... Also jetzt logischerweise außer Sona, ne? Vigo kenne ich nie. Also AD, Sona, AP, aber das ist jetzt nicht so schlimm, ein APler. So, da kriegt man relativ schnell aus den Teamfights rausgepickt. Ja, könne. Ja. Ich habe natürlich ein bisschen Angst vor Draven, muss ich ganz ehrlich sagen. Also vor Draven habe ich ganz schöne Angst. Draven, ich glaube, gegen Draven habe ich eine extrem schlechte Winrate. Wirklich eine extrem schlechte. Aber irgendwie kriegen wir es hin. So, dann gehen wir mal. Ich weiß halt nicht, wer das hier ist. Vigo. Ich weiß nicht, wer Vigo ist. Ob das jetzt, aber ich denke mal, es wird auch wieder. Ich hoffe es doch, dass es ein ADler ist. Ja, Sona ist natürlich am Anfang ein ganz schönes Damage Beast. Aber es müsste sich nach dem ersten Item da ein bisschen regeln. Ich werde auch erste Mal. Na, obwohl. Ey, scheiße. Boah, hätte ich jetzt Level 2, ne? Ohne Scheiß, hätte ich jetzt Level 2. Als ob ich nie getroffen habe, Alter. Ja, sind halt ein Level ahead. Scheiße, Mann. Hey, das wird eine extrem anstrengende Botlane, ne? Weiß ich jetzt schon. Das wird eine richtig, richtig anstrengende Botlane. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass die anderen Lanes richtig, richtig gut laufen. Das wird, ja, wird lustig. Wir dürfen ihn halt überhaupt null feeden, ne? Also überhaupt gar nicht feeden. Ja, ist halt doof, wenn ihn nicht mitmacht. Oh, Alter, was los, Jungs? Tu das not, meine Freunde der Sonne, tu das not. Weil unsere einzige Hoffnung irgendwie... Scheiße. Nice. Sehr schön. So, dann werde ich jetzt schon mal weg für die Slums gehen.
Oh, ich habe sowas von keinen Bock, ne, auf die Botlane. Es muss halt eigentlich jetzt unsere Midlane machen, ne? Also irgendwie habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass die Midlane jetzt rasiert. Obwohl das leider danach gerade noch nicht aussieht, aber die Midlane natürlich, die ist jetzt so ein bisschen meine Hoffnung. Ja, Urgott ist nicht so schlimm, wenn er am Anfang ein bisschen verkackt, ne? Der hat auch ein schwieriges Matchup gegen Quinn. Aber Urgott kann man am Ende im Endeffekt auch allein schon durch die Ulti relativ... Boah, Alter. Das war ein bisschen sehr aggressiv von mir. Ich wollte eigentlich, habe ich noch gedacht, dass unser... unser Dings noch relativ früh ankommt. Oh, Alter, was... Nein! Dass unser Jungler früh genug ankommt. Das war so dumm jetzt von unserem Jungler. Ich hasse Draven, ne? Was der für ein Damage macht, Alter. Was Draven einfach mal für ein Damage macht, ne? Das ist so übertrieben. Der ist jetzt Level 6, ne? Alter, was ist los? Wir verlieren ja gerade alles. Ja, es wird, denke ich mal, also wenn wir uns jetzt nicht langsam mal zusammenreißen, wird das ein extrem... Ich will gerade auch... Die hat nämlich gerade auch überlegt, scheiße. Das ist ein extrem anstrengendes Spiel. Ich muss auch mein Mikrofon ein bisschen hier hinstellen, so. Bisschen anders ausrichten. Och, Alter, was macht denn unsere... Mach dort keine Mauer hier hin, Alter. Die Mauer war gerade so scheiße für mich, ne? So, wie sieht's denn aus? Wer hat denn jetzt Kills bekommen? Ich habe einen Kill bekommen. Immerhin Kaiser hat einen Kill bekommen. Das ist okay. Ja. Das läuft gerade noch nicht so, ne? Wie es laufen sollte. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich jetzt... Ja, können wir machen. Ich gehe jetzt schon auf Dings, also ich gehe jetzt schon auf Late-Game-Build. Weil wir doch relativ schnell jetzt unsere Lane, glaube ich, gleich aufgeben werden. Müssen, denke ich jetzt einfach mal. Oben ist es noch auf der
Toplane ist es noch in Ordnung. Botlane läuft doch noch relativ okay, muss ich sagen. Ich wollte ja fokussen, du Ekelchen. Egal, Doppelkill, 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 Doppelkill. Egal, ganz okay gemacht. Ganz okay gemacht, ganz okay gemacht. Zwei Vereine und ich glaube, Sona müsste den Kill bekommen haben. Ja. Obwohl Sona auf Kills jetzt auch jetzt nicht so bad ist, ne? Die kann natürlich jetzt auf Full AP gehen. Sona ist ja so eine kleine Maschine, was Damage angeht. Aber egal. Also Botlane läuft doch besser als gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich dachte, Botlane verkacken wir komplett, dafür verkacken halt die anderen, also komplett, ne? Also Midlane komplett, obwohl Katadin doch relativ fix dann irgendwann wieder wegkommen kann. Oh. Läuft doch. Okay, Botlane läuft echt gut, muss ich sagen. Läuft gerade immer besser. Finde ich wunderbar. Ich habe halt keinen Mana mehr, ne? Ich habe wirklich keinen Mana mehr. Ich muss eigentlich wieder back. Ach, ich muss... Ja gut, dann helfe ich mal eben. Aber ich habe halt wirklich keinen Mana, ne? Habe ich schon gesagt, dass ich kein Mana habe. Bleib jetzt einfach auf der Lane. Obwohl sie geht back, okay. Gehe ich auch mal ganz schnell back. Bisschen Zeit ist ja noch da. Scheiß drauf, verkaufen wir. Ich habe gekauft, ne? Euer Turm wurde zerstört. Da sind die Handschuhe. Ja, wir sollten jetzt nicht unbedingt unsere Lane hier unten aufgeben, ne? Das ist gerade so dumm, was wir machen. Dadurch kann Draven... Ja, das war dumm. Das ist dumm. Jetzt hat natürlich Draven die Möglichkeit, noch auf der Midlane jetzt übel Stress zu machen. Das ist so dumm. Ja, wir hätten, oh Mann ey, wir hätten einfach die Botlane, die hätte man never ever aufgeben sollen. Das war jetzt so bescheuert, was wir gemacht haben. Der Tag ist
Okay, Triffen haut direkt ab. Komm, weiter, 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 weiter. Ja, ich komme nicht ran, okay. Schön. Schön auf der Botlane gespielt, muss ich ja echt sagen. Also, Botlane läuft doch besser, als ich gedacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil Traven ist ja nicht so mein Lieblings-ADC. Ist halt einfach so. Ich mag Traven überhaupt gar nicht. Und was die gemacht hat, war jetzt so dumm. Die hätte einfach weggehen müssen. Mit den Leben. Die wusste, dass unser Jungler hier in der Nähe ist. Scheiße, Mann. Das läuft gerade alles nicht so, wie es laufen soll. Das ist echt beschissen. Gibt es bei Tank-Items auch irgendwo? Hier krieg ich Mana bei gefrorenes Herz. Das Problem ist... Läuft beschissen, ne? Haben jetzt schon Midlane komplett geloost. Kasadin ist noch komplett aus dem Game raus, also dauert natürlich ein bisschen. Oh oh. Ah, kann ich nichts machen. Ich überlege, warte mal, 15. Kann man das beides jetzt gleichzeitig kaufen? Egal, ich mach's einfach. Ja, Problem ist jetzt gerade auch ein bisschen, Traven kommt komplett back jetzt, ne?
Ja, die machen uns. GG. Die machen uns. Das ist total useless. Naja, ich drück trotzdem nein. Aber die können jetzt durchpushen. Ja, GG. Ne? Aber das der erste Lose in der Season. Der allererste Lose in der Season. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Haut rein und tschüss.